Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten meiner Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Thailand. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich vor Ort schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben auch noch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben und ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video hier verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten natürlich jeweils die Informationen des Auswärtigen Amtes. Ja, und dann sind wir auch schon gleich dabei. Es geht los mit meinen Tipps zur Anreise für Thailand. Die Anreise auf dem Luftweg erfolgt zum Beispiel per Direktflug von Frankfurt aus mit der Thai Airways. Auch die Lufthansa steuert Bangkok direkt an. Die Kosten in den Sommermonaten mit Stand 2014 betragen so um die 800 Euro. Die direkte Flugzeit beträgt rund 11 Stunden. Man kommt am Bangkoker Flughafen ca. 25 Kilometer außerhalb der Stadt an. Nach Bangkok Innenstadt gibt es eine Zugverbindung. Im Flugzeug wird bereits die Arrival mitsamt der Departure-Card ausgeteilt, die man idealerweise vor dem Landen bereits ausfüllt. Darin sind neben Angaben wie Name oder Reisepassnummer und die erste Adresse in Thailand auch anzugeben, ob man zum ersten Mal einreist und welchen Zweck man mit der Reise nach Thailand verfolgt. Am Einreiseschalter wird die Einreisekarte vom Beamten entnommen und das Einreisedatum auf der Ausreisekarte gestempelt. Die Ausreisekarte wird in den Reisepass getackert. Weiterhin wird ein Einreisestempel in den Pass versehen. Eine Befragung des Reisenden findet nicht statt. Weiterhin wird bei der Passkontrolle ein Foto vom Reisenden gefertigt. Beim Einchecken von Hotels oder auch einer Mietwagenübernahme und auch dem Kauf einer GSM-Karte fürs Handy wird stets eine Kopie des Reisepasses gefertigt. Bei der Ausreise entnimmt der Schalterbeamte dann die Departure-Card, die man bereits vorher ausgefüllt hat. Schließlich wird man noch einmal fotografiert und darf zur Sicherheitskontrolle im Flughafen passieren. Thailand wird nicht umsonst das Land des Lächelns genannt. Man wird stets freundlich empfangen und oft huscht dem Thai dabei auch ein Lächeln über das Gesicht. Als Tourist wird man sehr schnell angesprochen. Man fällt natürlich auch schon einfach auf. Vor allem auch dann, wenn man an einer Straßenecke in Bangkok steht und die Nase in eine Karte zur Orientierung steckt. Viele Thais verwickeln einen gerne in einen kurzen Plausch und geben auch Tipps, was man noch so alles besuchen könnte. Manchmal auch nicht ohne Hintergedanken, vor allem Taxi- und Tuk-Tuk-Fahrer erhoffen sich natürlich einen zahlenden Fahrgast. In der Masse, wie man aber von ihnen angesprochen wird, hilft nur das pure Ignorieren, sofern man ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen möchte. Mit Englisch kommt man aber gut voran und obgleich der Sprachschatz nicht bei allen besonders groß ausgebaut ist. Auffällig ist auch, und das kam mir in Malaysia auch schon so vor, dass man drei Leute zum Beispiel nach Öffnungszeiten oder Tickets fragt, aber man fünf verschiedene Antworten erhält. Jeder erzählt was anderes. Beim Verabschieden schlägt der Thai seine Hände zusammen und verbeugt sich leicht vor seinem Gegenüber. Bevor man Wohnbereiche und heilige Tempelstätten besucht, zieht man die Schuhe aus. Das Klima ist tropisch und mit Temperaturen um die 25 bis 35 Grad schwülwarm. In den Sommermonaten ist es morgens oft sonnig, es kann sich dann aber im Tagesverlauf zuziehen und abends ist auch mal eine Regenschauer mit dabei. Von Mai bis Oktober ist Regenzeit. Der UV-Index kann höher als in Deutschland ausfallen und man ist auch gut beraten, sich vor dem Sonnenlicht entsprechend zu schützen. Das Stromnetz hat 220 Volt. Adapter sind nicht unbedingt nötig, da die runden Stecker, auch Euro-Stecker, aber dann ohne Schutzkontakt, in die Löcher der Thai-Steckdosen passen. Gleichzeitig passen auch die US-Stecker mit in die Dosen, und zwar die mit den zwei parallel senkrecht zueinander stehenden Stiften. In den Hotels ist WLAN kostenlos verfügbar. Auch an manchen öffentlichen Plätzen titelt ein Schild mit Wi-Fi. Smartphone-Besitzer können bereits am Flughafen an mehreren Schaltern eine Prepaid-Karte erwerben. Zum Beispiel für den Netzbetreiber AIS gibt es Bundles für 7 Tage, 10 Tage und 30 Tage. Bei letzterem sind 3 GB Daten inklusive, das Ganze für 500 Baht. Das 3G-Netz ist gut ausgebaut. Man hat fast überall mindestens 4 Balken Empfang.
Die Landeswährung ist der thailändische Baht. Das Bargeld spielt noch eine recht große Rolle. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, bei denen man mit Kreditkarte bezahlen kann. Zum Beispiel an Tankstellen, Supermärkten oder in Hotels. Es gibt aber auch Tankstellen, an denen gerade keine Kartenzahlung möglich ist. Geld kann man aus den vielen Automaten ziehen, die es oft gibt. Eine Gebühr von 150 bis 180 Baht wird dabei eventuell fällig. Auf den Straßenmärkten wird natürlich in Bar bezahlt. Im Bangkoker Stadtgebiet gibt es unzählige Convenience Stores wie 7-Eleven, bei denen man Getränke und Kleinigkeiten kaufen kann. Bezahlt wird in der Praxis recht oft in Bar. Speziell Frischwaren kann man an unzähligen Straßenmärkten kaufen. Die Preise sind oft Verhandlungssache. Große Supermärkte heißen Big C oder zum Beispiel Tesco Lotus, die aber nicht überall vorhanden sind. Wenn dann aber doch, sind sie westlich geprägt mit Food Court und großem Warensortiment. Als Tourist wird man in Thailand aber kaum Selbstversorger machen, da Essen gehen einfach zu preiswert ist. Bereits für umgerechnet 3,50 Euro kann man ein Getränk und eine warme Mahlzeit erhalten. Die Mietwagenstation befindet sich im Transportation Center außerhalb des Flughafens. Man wird von einem Shuttlebus vom Terminal des Bangkoker Flughafens aus dorthin gefahren, nachdem man sich am Mietwagenschalter angemeldet hat. Bei der Anmiete ist ein internationaler Führerschein vorzuzeigen, den nationalen Führerschein will man nicht sehen. Die Kreditkarte wird mit einer Sicherheit von 20.000 Baht vorbelastet. Thai-Fahrzeuge verfügen oft über getönte Scheiben, was tagsüber ein Segen, in den Abendstunden und in der Nacht aber eher unangenehm erscheint. In Thailand herrscht Linksverkehr. Motorräder und Tuk-Tuks haben vor Autos eine gefühlte Vorfahrt und alle letzteren Sorten zudem auch noch vor den Fußgängern. Fußgängerampeln spielen eine untergeordnete Rolle, funktionieren in Thailand aber grundsätzlich im Gegensatz zum Nachbarland Malaysia. Man ist vorm Queren der Straße dennoch gut beraten, stets mit offenen Augen über selbige zu gehen. Nach ein paar Tagen wird man auch ohne Ampel in der Lage sein, Straßen sicher zu queren, wenn man das Timing des Verkehrs versteht und verinnerlicht hat. Die Verkehrsteilnehmer fließen dann um einen drumherum. Die Überlandstraßen sind abschnittsweise von guter Qualität, abschnittsweise aber auch mit vielen Schlaglöchern größeren Ausmaßes versehen. Die großen Verkehrsachsen sind alle autobahnähnlich 8- bis 4-spurig ausgebaut. Auch in den kleineren Straßendörfern. Auf den linken Fahrspuren hat man meist starken und langsamen Schwerlastverkehr, in Ortschaften dazu noch Lokalverkehr und ein erhöhtes Aufkommen von Motorrädern. Fahrzeuge im Transit fahren daher meist auf den rechten übrigen Fahrspuren. Es wird auch gern mal links oder rechts an einem langsameren Fahrzeug oder Verkehrsteilnehmer überholt. So kann man sich auch zwischen zwei LKWs auf beiden Fahrspuren mit geringem Abstand hindurchschlängeln. Auf dem Standstreifen fahren Motorräder, in Fahrtrichtungen können aber auch irgendwelche entgegenkommen. Selbst bei fortschreitender Dunkelheit wird das Abblendlicht nur sehr spät erst zugeschaltet. LKWs sind überdies stets mit Vorsicht zu überholen, da sie auch gern mal unvermittelt rausziehen und zum Überholen ansetzen. Und mal davon abgesehen, sie sind auch meistens sehr schwer beladen und wer weiß, ob sie dann nicht vielleicht doch mal umkippen können in einem unglücklichen Moment. Vor roten Ampeln darf man links abbiegen, sofern man vorher vorsichtig um die Ecke geschaut hat. Zu erwähnen ist noch, dass im Großraum Bangkok mautpflichtige Abschnitte existieren. Beim Reinfahren am Tollgate nimmt man eine RFID-Karte entgegen, die man bei der gewünschten Ausfahrt wieder abgibt. Die Berechnung erfolgt dann also entfernungsbasiert. Von Bangkok Richtung Pattaya sind es so 60 bis 100 Baht. Zahlung nur in Bar. Das Tankstellennetz ist gut. Alle 30 bis 50 Kilometer findet man eine Zapfsäule. Es gibt viele Spritsorten von Oktan 91 bis 95, dazu E10, E20 und E85. Das Befüllen des Fahrzeugs nimmt ein Tankwart vor. Linke Scheibe runterkurbeln und zum Beispiel sagen 91 and full please, genügt. Und man kann im Fahrzeug einfach sitzen bleiben. In Bangkok finden sich eine Vielzahl an Hotels unterschiedlicher Preisklassen, ebenso in den Touristenhochburgen. Unterwegs gibt es direkt am Wegesrand tendenziell wenig Hotels, vielleicht mal ein Hinweisschild, aber dann auf Thai geschrieben, das der Reisende natürlich nur schwer zu deuten vermag. Man wird sich beim Einchecken also dabei erwischen zu fragen, "Is this a hotel here?" Hotels sind also oft eher in abgelegenen Siedlungsbereichen oder in Küstennähe in Form von Resortanlagen anzutreffen. Man sollte also auch schon genauer wissen, wo man hinzufahren hat. Resort-Hotels, also mit Pool und Spa angeboten, sind aber auch teils ausgeschildert. Eine Smartphone-App ist daher in Verbindung mit einem Internetzugang auf dem Smartphone für die Live-Reiseorganisation sehr zu empfehlen, um Hotels zielgerichtet anzufahren. Und da gibt es natürlich diverse Anbieter im Internet.
Beim Check-in ist der Reisepass vorzulegen, von dem eine Kopie gefertigt wird. Bezahlen kann man meist mit Kreditkarte. Nur bei denjenigen in der untersten Preisklasse sollte man über entsprechend Bargeld verfügen. WLAN und Frühstück werden meist angeboten. In Thailand herrschte zum Zeitpunkt meines Besuchs mit Stand Juli 2014 formal Kriegsrecht. Im Mai übernahm das Militär die Macht, weil es zuvor andauernd zu Demonstrationen der Bevölkerung gegen die damals amtierende Regierung kam. Von Militärpräsenz aber kaum eine Spur. Nur ein oder zwei Straßensperren gab es, die ohne Beanstandung im PKW rollend passiert werden konnten. Die subjektiv empfundene Sicherheitslage in Thailand ist eigentlich als gut zu bewerten, wohlgemerkt die subjektive. Vor Taschendieben wird jedoch an vielen belebten Plätzen mit Schildern gewarnt. So tragen manche Passanten ihre Rucksäcke eher vor dem Bauch als denn auf dem Rücken. Anders als in Südamerika sieht man Touristen mit großen Spiegelreflexkameras um den Hals. Dennoch sollte man seinen eigenen Reichtum nicht so ganz offen zur Schau tragen. Und in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln Bangkoks gehört es fast zum guten Ton, während der Fahrt auf hochwertigen Smartphones herumzutippen. Beim Betreten der MRT-Station in Bangkok geht man meist durch einen Metalldetektor, das Personal macht Stichproben des Tascheninhalts. Eine ernsthafte Kontrolle ist das aber nicht. Oft piept der Detektor, der Reißverschluss klemmt, des Rucksacks und dann heißt es, geh weiter. Tuk-Tuk-Fahrer und Taxis werden vorbeilaufenden Passanten im Überfluss angeboten, wobei man wachsam sein sollte, dass der Fahrer auch die richtige Wegstrecke wählt und nicht noch ungewollte Zwischenstopps für einen Zwangskauf überteuerter Waren einlegt. Das Auswärtige Amt rät im Übrigen noch von Fahrten nach Südthailand ab, da die dortigen Provinzen unter Notstandsrecht stehen und es bereits Anschläge gab. Ebenfalls abgeraten wird der Besuch umstrittener Tempelanlagen an der Grenze zu Kambodscha. In Küstennähe, der Andamanensee, ist zudem eine gewisse Tsunami-Gefahr präsent. 2004 prallte eine größere Flutwelle auf das Land und in Khao Lak wurden Hotelresorts zerstört. Und leider kamen dabei auch Menschen zu Schaden. Die Bangkok-Innenstadt erreicht man vom Flughafen aus schnell und preiswert mit dem Airport Link, einer Zugverbindung. Diese gibt es als normale und als Expressversion. Die Expressversion ist 15 Minuten schneller und hält in der Innenstadt direkt an der Station Makassan, die andere hält zusätzlich an Zwischenstationen. An der Station Makassan besteht Umsteigemöglichkeit ins Bangkoker U-Bahn-Nahverkehrsnetz oder auch MRT genannt. Die Fahrtkosten werden hier entfernungsabhängig berechnet und kosten so im Schnitt um die 30 Baht, das entspricht 70 Cent. Tickets zieht man sich im einfachsten Fall aus einem Automaten. Man wählt auf einem Touchscreen-Display zunächst Englisch als Sprache aus, dann das Ziel, wirft Bargeld ein, Scheine oder Münzen und erhält einen RFID-Token. Beim Eingang in die Station nur kurz den Token auf die Kontaktfläche halten und die Türen öffnen sich. Beim Verlassen der U-Bahn-Station den Token einwerfen, damit sich die Türen hier ebenfalls öffnen. Die Züge sind voll klimatisiert und die U-Bahnhöfe modern gestaltet. Die Züge fahren hinter einer Absperrung vor, deren Türen sich erst öffnet, wenn sich diejenigen des Zuges öffnen. Neben dem MRT gibt es auch noch das BTS-Netz. Dabei handelt es sich um ein auf Stelzen gebautes Hochbahnnetz, welches oberhalb einiger Hauptverkehrsstraßen verläuft. Umsteigestationen sind gut ausgeschildert und zwischenstehenden Stationen besteht eine überdachte Gehwegskonstruktion. Nachteilig des BTS- und MRT-Netzes ist allerdings, dass sozusagen nur der rechte Stadtteil gut zu erreichen ist. Der linke mit den sehenswerten Tempelanlagen oder auch Chinatown dagegen nicht. Man wird also meist auf ein Tuk-Tuk, also die dreirädrigen Motorradtaxis, ausweichen. Fahrtkosten sind hier Verhandlungssache. Die Fahrer schlängeln sich gerne durch den dichten Verkehr. Und je nach Fahrer muss man natürlich auch aufpassen, dass dieser abweichend nicht von der Route irgendwo eben diese verlässt und man gezwungen wird, irgendwelche überteuerten Angebote zu kaufen. Allgemein auffällig ist, dass Bangkok in seinen Einkaufsläden und U-Bahn-Stationen sehr sauber ist, wie man das zum Beispiel auch von Singapur her kennt. Sehenswürdigkeiten sind zum Beispiel Chinatown, der Wat Arun linksseitig des Flusses und rechtsseitig der Wat Pho sowie daneben der Grand Palace mit einem weiteren Wat auf dem Gelände. Letztere können besichtigt werden, jedoch sind dazu lange Hosen nötig. Die Besichtigung sollte daher vormittags erfolgen und nicht in der Mittagshitze. Einen Überblick über die Stadt erhält man zum Beispiel auch von der Skybar. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Thailand. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt, wenn ihr schon mal vor Ort wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht diese kleine
Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. Tja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich verabschiede mich mit vielen Grüßen aus irgendeinem fernen Land.